30. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Dann erzähl mal, was willst du an diesem Ort, so nah am Arsch der Welt? Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich wichtiger sein, hä? Der befiehlt kam von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Noch unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Die Natur ruft. Bin gleich zurück. Das Frio. ¿Te has bebido el bar entero? Brauchst du? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Der Lexi ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Resident Evil 4 Remake. Es ist gerade 5 Uhr in der Früh oder Nacht, je nachdem. Warum? Ganz einfach. 1 Uhr kam das Spiel heraus, dann musste man es herunterladen, weil es keine Voraussagen gab. Das bedeutet nochmal eine Stunde und 30 Minuten warten, bis ich fertig war. War 3 Uhr. Dann habe ich aufgenommen. Ja, war schon mit dem ersten Kapitel durch. Bis dann mein Mikrofon zu mir gesagt hat, hey, ich habe nicht richtig aufgenommen. Das habe ich natürlich dann erst am Editieren gesehen.
Das bedeutet, ich muss nochmal neu anfangen. Also so ein bisschen weiß ich, ja, ganz klar. Beziehungsweise den ersten Teil, den kennt man ja auch schon. Ich mache jetzt gerade mal ein bisschen schneller. Also wie gesagt, vielleicht hat man ja diese Chainsaw-Demo gesehen oder gespielt. Wie weit ist er denn gegangen? Ich weiß auch, was mich erwartet, wie es mich erwartet. Ja, also Entschuldigung, wenn ich da so ein bisschen durchrenne. Gerade und nicht so die Atmosphäre gerade habe. Aber ich denke mal, das eine oder andere hat man vielleicht schon gesehen. Wie gesagt, eben durch dieser Chainsaw-Demo. Müssen wir jetzt durch. Ja, und ich hoffe, diesmal funktioniert das Mikrofon. Es war nervig. Jemand zu Hause? Nein, niemand zu Hause. Denn, wie gesagt, das ist mal ein bisschen lauter gewesen, damit ein bisschen leiser das Mikrofon. Ja, machst du halt nichts. Ist halt Technik. So, wie gesagt, das kennt man ja auch von der Demo, also von daher. Sorry, dass ich so reinplatze. Busco a un policía. Vino aquí. Viviremos contigo por siempre. Porque en los brazos. Was mir jetzt gerade mal so auffällt, der benutzt das Messer zum Kontern. So. Also ich würde das nicht mit so einem Messer versuchen wollen. Also weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Okay, man entdeckt immer wieder was Neues. Weiß ich nicht. Also, muss nicht sein. Okay. Ja, Grusel, Grusel. Wie gesagt, das kenne ich ja von der Chainsaw-Demo schon. Deswegen, das wäre so oder so kein Spoiler für mich oder sowas. Ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? Vor allem, man schickt auch einfach mal zwei Polizisten, die ihn halt eskortieren sollen und so weiter und so fort. Zwei Polizisten. Ohne Waffe. Was war das? Also verstehe ich nicht, dass sie keine Waffe mit dabei gehabt hatten. Nicht dein Ernst. Und da man nicht so viel wackeln würde. Langsam ist es nicht mehr witzig.
3 Schuss. Naja, in der Demo hatte ich 2. Das kennen wir ja auch. Jetzt kommt gleich da einer rein. Mit dem lege ich mich aber nicht an, weil mit 3 Schuss, da machst du nichts. Also, was in Sonne, da machst du nichts. Ja, deswegen. Ne, weg. Ich weiß immer noch nicht, was dieses Schleifen da ist. Keine Ahnung. Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was ist los? Melde mich. Ich find selbst raus. Immer diese Radikalen. Mann, Mann, Mann. So. 3 Schuss. Das ist echt nicht viel. Ja. Nicht viel, aber fein. Aber wir kriegen ja gleich mal ein bisschen mehr. So, denn ich verstehe zwar nicht, warum man hier den Aktenkorb machen kann. Hätte ich eher beim Händler gedacht. Man sieht es ja hier. Ne? Ach, schöne Scheiße. Fangen wir hier nochmal an. So, wir nehmen die mit und wir nehmen die mit. Weil die brauche ich später. Aus beziehungsweise anpassen, denn Anhänger ist auch irgendwie geil gemacht. Häufiger Herstellbonus an Pistolenmunition. Grünes Kraut stellt 50% mehr her. Oder hier, Fundrate für Pistolenmunition steigt für Gold für Schießpulver. Okay, nice. Warum nicht? Ja gut, machen wir so. So. Denn wir nehmen die. Die ist stärker und besser. So, mit dem Hund, da tut es mir auch ein bisschen leid, aber das ist tatsächlich der Hund. Als ich in der Demo sagte, man hat doch so einen Hund gerettet. Es ist tatsächlich dieser Hund. Kann man hier leider nicht retten. Finde ich schade. Aber ist dann halt so. Ich verstehe immer noch nicht, warum E. E für Hocken. Also macht es doch STIG. Agarradlo! Empieza a retar! ¿Qué coño? ¡Se va! Na gut. Ach komm! Das hat er beim letzten Mal nicht gemacht.
das ist beim letzten Mal auch nicht passiert. Huch! Ja, warum nicht? Daran kann ich mich noch erinnern. Du, komm mal raus. Ja, ja, ist doch... Bleib liegen. Es bleibt halt wirklich liegen, ey. So, gut. Wir können es jetzt ein bisschen anders machen. Also vielleicht ein bisschen taktischer. Weil ich hatte das Rot mit Grün kombiniert und dann wieder was versaut. Und dann kam noch ein Gelbes hinzu, weil man kann ja herstellen. Und man braucht eigentlich das. Weil die maximale Energie zu komplett zu steigern, kann man auch, indem man halt Rot, Grün und Gelb zusammenmischt. Ja. Und das ist natürlich das Optimalste. Das war ja im Original genauso. Auch hier, kleiner Funfact, hätte man in der Demo die ganzen Gegenstände, die man gehabt hätte, leer gemacht, also weggeschmissen, wäre dann rein in die Siedlung, wären die Brunnen auf gewesen. Und da hätte man die TMP holen können. Beim neuen Starten der Demo hätte man von Anfang an die TMP gehabt. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich schmeiß hier auch nicht alles weg. Also da... Das nun wirklich nicht. Huch. So. Wie gesagt, sorry, dass ich hier ein bisschen schneller gerade mache. Aber... Ja, tragisch. Wie gesagt, hier können wir noch nicht rein. Wir nehmen das mit. Ach, Oma! Du machst mich doch fertig. Dass es jetzt schon ist, finde ich gar nicht geil. Alter, willst du mich verarschen? Du kommst ja jetzt schon raus. Sollte so noch gar nicht passieren. Weil ich habe noch nicht alles. Wieso stand die Oma dort? Die sollte noch gar nicht da stehen. Hab ich auch nicht gebraucht jetzt. Ja. Da gehe ich noch nicht rein. Wo ist das Haus? Wo ist das Haus? Wo ist das Haus? Was für ein Augenschmaus. Ich muss ins Haus. Wo ist das Haus? Zur Seite. Ich finde das Haus gerade nicht. Bin ich blöd? Hä? Das war doch das Haus hier vorne, oder nicht? Bin ich zweimal vorbeigerannt, ja klar. Kann man ja mal machen. Jetzt kommt erstmal der richtige Stress jetzt gerade. Muss alles ganz, ganz schnell gehen hier gerade. Moment, es geht gleich weiter. Ich muss ja erstmal ganz kurz mich konzentrieren. Nicht ablegen, ausrüsten.
So, okay, warte, geht gleich los. Ja. Hoppala. Gleich Ende. Geht aufs Haus. Ja. Wow. Hat er jetzt aber auch lange gedauert, um nachzuladen. So, jetzt reicht's aber auch langsam. Ja, ist doch gut. Geh hier bloß nicht drauf, Leon. Wollen die hin? Zum Bingo? Alter, Finne. Ja, aber wirklich. Oh, das war jetzt also Stress pur. Das ist, also, irgendwann komme ich hier wieder zurück, wenn ich das Spiel mehrmals durchgespielt habe. Und dann wird hier aufgeräumt mit unbegrenzter Munition und alles. Ich denke mal, dass sie das auch noch dabei so haben werden. Gab es im ersten Teil genauso. Komm, Condor One. Es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Tja. Okay, wo liegt hier alles? Also man sieht ja hier durch dieser Deluxe Edition Karte, was es hier noch alles so ein bisschen gibt. Hier wieder hätte man rein können. Ich weiß nicht, ob es halt immer noch so ist. Will ich auch jetzt so gar nicht ausprobieren. Ja. Stimmt, die Handgranate. Ja. Boah, Hilfe. Hm?
Okay. Das ist gleich viel angenehmer, viel ruhiger. Meine Herren. Okay. Ist hier noch was drin? Nö. So, hier oben. Hab ich auch schon alles. Oh, ja, okay. Stimmt, hätte man ja auch hier rausgehen können. Dreckmist hier. Stimmt, hier kann man ja nicht rein, weil... Siehe da. Wir brauchen eine zweite Person. Damit man dann da drin die Kiste bekommt. Keine Ahnung. Na, lecker. Diese Leute sind krank. Ist richtig. So, dann hier hoch. Uiuiui. Aber wir haben uns, also ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich besser geschlagen als im ersten Durchlauf gerade eben. Gut, man muss ja auch so ein bisschen Bescheid. Ich habe den Turm vergessen. Wichser. Bodenlos. Oh. Aber ja, was ich sagen wollte, ich habe mich besser geschlagen. Ich habe auch tatsächlich noch die ganzen Kräuter hier. Das hatte ich vorhin nicht. Die würde ich gerne behalten. Weil, wie gesagt, das ist... das ist für die maximale Gesundheit. So, war ich hier drin schon? Nee. Sehr gut. Oh, da ist ein Ei. Das nehmen wir doch mit. Oh. Okay, so, pass auf. Wie gesagt, den Abschnitt hier kenne ich ja schon. Ihr ja noch nicht. Deswegen mache ich jetzt erstmal einen ruhigen. Deswegen, willkommen zu Resident Evil Remake 4. Das Original kenne ich, in- und auswendig. Tatsächlich. Also das habe ich so gesuchtet, das glaubt man gar nicht. Und das hier ist natürlich jetzt ein ganz anderer Schnack. Ja. Aber ich freue mich. Ich habe mega Bock drauf, auf dieses Projekt. Tatsächlich. Und es ist ja auch mein erstes Projekt mit Facecam tatsächlich. Ja. Auf diesem Kanal gab es ja hier schon mal ein Horror-Game. Ja? Dead Space. Von Tamiro gespielt. Weil ich es ihm gekauft habe. Weil ich gesagt habe, ja, ich mache Resident Evil. Horror-Game. Also, ne? Du machst dafür Dead Space. Hat super funktioniert. Ist auch cool, super durchgekommen. Also hätte ich nicht gedacht. Deswegen, also ist hier oben, wird das dann aufleuchten. Könnt ihr alles mal, ja, wenn ihr Langeweile habt oder auf einen neuen Part von Resident Evil wartet, könnt ihr da mal vorbeischauen. Ja. Da ist sie. Da ist die Mühle. So. Wir speichern. Wir hauen das weg. Also die Waffe werde ich tatsächlich dann später verkaufen, weil die ist echt. Die ist echt nicht gut. Also, ja, schnell nachladen, klack, klack, aber.
Schmutz. Tatsächlich. Also klar, irgendwann mal. Also im Originalen war das ja so, man muss sich, glaube ich, komplett mal aufrüsten. Dann kann man freischalten, dass man die dann halt für unbegrenzte Munition hat. Das werde ich vielleicht mal machen, ja. Aber... ich brauche es jetzt momentan nicht. Suplex City, Bitch! Ja, wissen wir ja. Verschlossen. Er ist da! Du fällst mir zu Füßen. Romantisch. Bleib liegen. Er ist spät gestorben. So. Sieht man ja, ne? Gibt's auch wieder. Ich weiß auch, wo alle fünf sind. Also wie gesagt, der erste ist hier. Zweite ist hier. Oh. Ehrensache. Das dritte ist hier. Das hat mir tatsächlich gefehlt gehabt. Ja. Machen wir mal kurz einen Guide draus. Ne? Das ist hier oben. Nummer 4. Hier ist der Brief. Um zu sagen, hey, ne, da müssen wir mal ein paar... ne? Ganz klare Sache, sieht man ja auch. Und der fünfte. Ach ja, der war ja hinten. So. Kleines für toll, ne? Also. Kann man ja. Stimmt, habe ich ja keinen Schlüssel dafür. Die Schrotwinde gar nicht drin. Das ist Anfängerfehler. Auch keine Munition dafür. Okay. Also, da müsste aber wirklich mit anderen Dingen kommen. Gelbes Kraut. Das wollen wir nämlich. Weil, da unten steht's. Dreimal so viel. Wie normales Grüne. Und steigert die maximale Gesundheit. Und wenn man sieht, also unter mir. Da. Das ist ja fürs Messer. Mhm. Und hier ist die Energieleiste. Und wenn man jetzt da sieht. Geht der Halbkreis ja noch ein bisschen länger. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir die mal bekommen. Wir schaffen, keine Ahnung, wird mehrere Anläufe brauchen, sage ich jetzt mal. Direkt nachladen. Man weiß ja nie, was hier einen erwartet. Ach, hier ist die Tante, okay. Jetzt echt raus? Tatsache. Okay, das ist ein anderes Setting, sehe ich gerade. Ja, das wollte ich so tatsächlich nicht, weil... na gut, machen wir es halt so rum. Okay. Lass mal alles richtig machen, weil hier ist auch noch ein Fass. Habe ich beim letzten Mal auch vergessen.
Also man lernt ja draus, ne? Ja klar. Rein kann er. Ach so. Ich den gleich eliminiere, also auch ein kleiner Spoiler, aber sieht man eh gleich. Wundert mich immer noch, dass er so wenig aushält. Bin ich ehrlich. Also warum hält er so wenig aus? Ey, ey, ey. Immer treten. Immer benutzen. Immer Nahkampf. Das ist, was man machen kann. So, Gesundheit ist ein bisschen, ne, angeschlagen. Benutzen es mal. Ah, oh, guck mal an. Ah. Ah. Wie neugeboren. Aber ja, das hat dieser Schweinstyp da so wenig aushält. Oh, gut, müssen die wissen. Ich wehr mich ja nicht. Also es läuft deutlich besser. Deutlich, deutlich besser. Ich würde nochmal speichern tatsächlich. Also klar. Warum nicht? Ich suche immer die Kamera im Dunkeln, weil die hier so im Dunkeln da hinten hängt. Deswegen sieht das aus, als würde ich da hingucken, obwohl die Kamera hier ist. Nimm zu selten die Kamera auf. Und es ist halt auch einfach dunkel. Dunkel? Ja, meine Gedanken sind dunkel. Weil es ist jetzt gerade 5 Uhr 42. Normalerweise würde ich das jetzt schon schön durchkodieren, hochladen. Machst du halt nichts. Wenn die Technik streikt, dann dann bist du am Arsch. Ja, wissen wir doch. Ja, sehr gut. Wunder. So, wir machen einen kleinen Speedrun so ein bisschen draus. Ja, nicht ganz wirklich Speedrun, aber... Guck schon wieder da oben irgendwo hin. Da ist doch die Kamera. Anfänger. Also, ach komm, weißt du, erzähl mir nix. Der kann doch nix. Das wird doch nix. Echt verdammt viel Munition. Fast schon zu viel. Fast schon ein bisschen peinlich. Wo ich sagen muss, es ist der mittlere Schwierigkeitsgrad. Ja, also nicht der schwerste, der tatsächlich bei der Demo war. Auch nicht der einfachste, weil der ja Zielmodus aktiviert an den ganzen Graben. Nee, machen wir nicht. Wir machen schön auf Standard. Okay. Ich bräuchte noch ein gelbes. Das wäre mir lieb. Hier kommt man auch nicht rein, oder?
Also vielleicht jetzt noch nicht. Hm. Lago, See. Ihr solltet zum See gehen. Ja, kannst du mal sehen. Veganer, bitte wegschauen. Das ist nichts für euch hier gerade. Ja. Kann man schon... Achso, ja, so viel habe ich noch gar nicht. Wo ist das jetzt eigentlich gerade hin? Ich habe doch gerade... sowas aufgenommen. Also sowas, Smaragd, Rubin, wie auch immer das da gerade hieß. Dreh ja langsam durch. Also wirklich. Auch das noch. Komm her. Komm her. Komm. Jetzt bin ich stinksauer. Noch wer? Da schieße ich ein zweites Arschloch, Junge. Tontauben schießen. Dass der mutiert, ist so nicht geplant. Aber das war das letzte Mal nicht. Ist also nett zu sehen, dass es doch random ist und nicht gescriptet. Hätte ja sein können, dass es halt irgendwie so ist. Okay, der Gegner ist immer, der sich da mutiert oder der. Bin ich nett, dass es doch ein bisschen random ist. Mag ich sehr. Gucken. So, See. Sehr, sehr gut. Er ist da. Das funktioniert auch, okay. So, wo sind denn hier jetzt die anderen Arschbacken? Jawohl, ja, komm mal her. Hey. Komm mal her. Na, na. Ja, tritt mal drauf. Ach, komm ja auf. Was tut denn her? Also Geld haben die jedenfalls sehr viel dabei. Ach so, das war der. Piep. Nicht drauf reinfallen. Ach so, hier ging es ja gar nicht rein. Na, aber wer wird mich denn hier verraten? Frau, lauf! Gerade keine Zeit für dich. Ich werde gerade beschissen. Was sind die?
Wusste nicht, dass das ging. Aber gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen. Achso, okay, da ist nichts. Ist auch nichts. Hey, Forastero! Ahí va esto. Ist auch nett, wenn man wieder zurückschmeißen könnte. Da. Na ja, Kollege, schon mal auf. Denkt der, wäre ich? Also wirklich. Junge, wir haben 6 Uhr. Jetzt wird mich doch irgendwas jucken, oder was? Ja, also wirklich. Es ist ein ganz, ganz merkwürdiger Tag. Morgen ist auch genauso. Gibt es jetzt was heute? 17 Uhr. Diablo. Was wir da noch mit diesem durchgrinden? Du Scheiße, was ist denn hier passiert? Das war ich nicht. Da habe ich nichts damit zu tun. Lass mich bloß damit in Ruhe. Da. Ja. Schlüssel. Also wir brauchen jetzt so viel Schlüssel. Davon nämlich auch. Oh. Nee, da ist nichts drin. Was ich irgendwie gebrauchen könnte oder irgendwie sowas. Dann ist aber hier. Dann hier ist ja aber zappenduster. Hier etwa? Ja, wo denn sonst? Das meinte ich halt. Überall. Auch wirklich überall. Fast wäre ich reingerannt. Die Spoiler. Da war nicht so ein Krach, das ist wieder Nachbar, weißt du? Was ist das? Ja, ist der Nachbar. Der muss wieder das Zimmer umdekorieren oder irgendwie so weit. Mein Junge. Das würde jeder gerne mal mit dem Nachbar machen, der so viel Krach macht. Ah, da ist wieder dieses. Was ist das? Etwas Feingefühl. Sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior. Egal, hast du eine Kippe? Weißt du, die sind dein wahres Grab. Oh, na gut, dann mach mich wenigstens los, hm? Joder, nicht der Typ! Wer sind sie? Stehen bleiben! Nice, da fehlen einfach mal die Geräusche. Da ist er. Okay, hier und da gibt's wohl anscheinend noch ein paar Bugs. Na gut, so soll es dann halt sein. War schon hier. Hallo.
Gucken wir uns die Ergebnisse an. Okay, ich habe also einiges noch ein bisschen mehr geschafft. Finde ich super. Braucht man. Genauigkeit. Also da ist sie aber... Ich habe die Figur vergessen. Obwohl, die Zedern heißt vielleicht schon, weil die ist so eine... Ich weiß nicht, wie dieser kleine Typ ist, also diese Riesenfigur gesteuert hat da. Im Originalen. Kommt gerade nicht auf den Namen. Er ist so eine wackelige Figur oder irgendwie sowas. Die ist in meinem Haus drin. Also hier am See. Das hört man aber. 38 Minuten. Naja, kann man machen. So, ich würde aber sagen, die Vögel zwitschern draußen. Es ist 6 Uhr. Ich verabschiede mich. Ja? Also wie gesagt, das Projekt kommt Dienstag, Donnerstag und Samstags. 16 Uhr vielleicht. Ich denke mal so 16 Uhr. Und natürlich mit meiner Wenigkeit. Ja. Also in dem Sinne, nichts verpassen, abonnieren, klicken und dabei sein. In dem Sinne, gute Nacht im wahrsten Sinne des Wortes. Puh.